Also, Satipatthana Sutta. Das wird auch manchmal übersetzt als die Grundlage der Achtsamkeit. Das ist der Grund, warum ich da nochmal dran gehe. Ich blende den Text jetzt erstmal wieder aus. Erstens, das ist sehr komplex, macht man sich aber erstmal keine Gedanken und das ist auch gut so. Und die Grundlage, weil es wirklich die Grundlage ist, die ist nicht hundertprozentig vom Buddha, sondern das gab es schon vor dem Buddha. Er hat das, diese Dhammas, also ein paar Konzepte sind schon von ihm und er hat das so ein bisschen besser strukturiert, auch wenn es nur 4 Punkte sind. Erstmal. Also die Unterpunkte, gerade Körper, ist ziemlich komplex. Und ihr wisst, ich habe schon ab und zu darauf hingewiesen, wenn ihr irgendwie viel länger sitzen wollt, wenn euch bestimmte Sachen interessieren, die über diese Atemachtsamkeit hinausgehen oder über das Wahrnehmen des Körpers, über dieses Konzept, freundlich, aufmerksam und gelassen mit euch, mit dem, was euch umgibt und in der Meditation Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen. Wenn ihr da irgendwas Neues, mehr, ne, Götterwelten, Visualisierung, selbst gemacht, ne, ohne Anleitung, dann sage ich immer, sucht euch einen Meister oder eine Meisterin, weil das nach hinten losgehen kann. Dieses Konzept, ne, ist wirklich die Grundlage und da kann man nichts falsch machen mit. Das, wenn man die durchliest, dann merkt man, dass das ist keine Visualisierung. Da sind keine Götterwelten, nichts. Es geht wirklich darum, bei den Körperempfindungen die Körperempfindungen wahrzunehmen. Beim Geist die Qualitäten des Geistes wahrzunehmen. Ja. Und immer mehr über sich zu lernen. Und eben nicht irgendwelche abstrusen oder eben andere, andersartige Erlebnisse zu haben, sondern über sich, über die Funktionsweise von sich selber zu lernen. Und deswegen war das eigentlich schon sehr schlau, diese Atemachtsamkeit rauszunehmen. Wenn euch diese Visualisierung und Götterwelten interessieren, dann ist das die Grundlage. Ne? Also erstmal über sich Bescheid wissen. Und dann wird man eben bei solchen anderen Geschichten nichts weggetragen. Es gibt Traditionen, in denen dann sehr erfahrene Meister oder Meisterinnen, und da gehe ich mal davon aus, die erfahrenen Meister oder Meisterinnen, die sind nicht aus Westeuropa oder Amerika, sondern das Einzige, was mir dazu einfällt, ist einzelne Leute in Asien und ein bisschen vermehrt, weil das ein Bestandteil der Tradition ist, tibetische Geschichten. Da sind die Meister so erfahren und benutzen dann Visualisierungen oder solche Geschichten, um den Schüler, die Schülerin zu leiten. Das ist dann auch keine Belustigung und man tritt da auch nicht immer wieder ein, sondern das wird genommen, um was zu zeigen. Und wenn man das eben benutzen will, dann sollte man sich eine Grundlage schaffen. Ich sage immer, wenn ich nicht segeln kann, dann nehme ich mir nicht ein Dinghy, also so ein ganz kleines Anfängerboot und gehe dann auf Weltumsegelung. Das ist Unsinn. Deswegen diese Sutta. Und das, was da drin steht, wie gesagt, wir nehmen das von Mal zu Mal, jetzt im Laufe der nächsten Woche und Monate mal in Angriff, uns damit zu beschäftigen, die ist idiotensicher.
Also da braucht ihr dann keinen Meister, solange ihr im Rahmen von dieser Sutta bleibt. Aber die ist eben ein wenig auch nicht so offensichtlich. Ihr könnt die euch durchlesen, Satipatthana Sutta, da gibt es mehrere Quellen, die das in voller Variante zur Verfügung haben, sogar verschiedene Übersetzungen davon, die man gegeneinander halten kann. Das ist, steht miteinander in Verbindung und deswegen ist es auch nicht so toll, nur diesen einen Aspekt der Atemachtsamkeit rauszulösen und den Rest nicht zu beachten. Das ist genau das Problem der Atemachtsamkeit. Und da das ein Yoga ist, ist das auch das Problem, was wir mit Yoga-Gymnastik haben. Das sind achtsame Bewegungen. Dazu gehört aber dieses Konzept eigentlich komplett mit dazu. Egal. Aufmerksamkeit auf den Körper kommt in voller Bandbreite. Aufmerksamkeit auf die Gefühle ist eigentlich nur ein positives, negatives und neutrales Gefühl. Dann haben wir schon die Gefühlsebene. Und den Geist ist auch wieder Gier, Hass und Verblendung, aber noch drei weitere Aspekte, dann ist das durch. Und die Dhammas sind recht komplex, da sind viele Grundsätzlichkeiten, die wichtig sind, die dann auch der Atemachtsamkeit fehlen. Das ist, diese Dhammas sind wichtig. Und die gesamte Palette von den Körperaspekten, wie gesagt, da ist dann sogar Psycho-, Neuro-, Immunologie mit Bestandteil davon und ein bisschen Biophysik und Mikrobiom und solche Geschichten gehören mit dazu. Aber das, was ich Sengeku nenne, diese Bewegung, Meditation, Reflexion, Lernen, ist eigentlich das. Nur baue ich das immer mehr aus auf zeitgemäße Vermittlung. Genug der Theorie. Lass uns rumsitzen und im Anschluss gucke ich dann, ob da irgendwelche Fragen sind, die ich beantworten kann, beantworten möchte. Also Marketing vom Buddha ist, der hat gesagt, jemand, der eben 7 Jahre lang sich der Satipatthana Sutta in voller Bandbreite widmet, ist dann ein Einmalwiederkehrer oder eben ein Stromeingetretener oder jemand, der das 7 Monate macht oder 7 Tage. Es wird halt nur immer unwahrscheinlicher. Aber ich muss mir wirklich die Marketingvariante vom Buddha in der Beziehung nochmal genauer angucken. Wir sitzen mal in Stille auch über dem wieder rum und lassen unseren Körper und unseren Geist langsam zur Ruhe kommen. Machen da nichts. Also das Einzige, was man machen kann, ist, wie gesagt, ein bisschen Quellpunkt zum Beispiel drücken, dass die Körperempfindungen ein bisschen doller werden. Aber nicht, also nichts Schlimmes, wirklich nur ein Druckpunkt, ein bisschen Akupressurpunkt. Und wenn der Geist aufgewühlt ist, kann man ein bisschen länger ausatmen. Wenn er ein bisschen zu müde ist, dann kann man kürzer, aber vollständig atmen. Ausatmen. Und das, was da ist, das ist euer Meditationsobjekt. Bilder ziehen lassen. Geschichten ziehen lassen. Wenn ihr merkt, ihr habt euch da festgebissen,
lösen, zurückkommen zu dem, was da ist. Zu eurem Geist, der ruhig wird, zum Körper, der ruhig wird. Mit ein wenig Freundlichkeit, Wohlwollen euch selbst gegenüber und dem, was euch umgibt. Metta. Mit ein wenig Gelassenheit, Toleranz, mit dem, was ihr mit euch tut und was euch umgibt. Ruhe, das Samatha. Und unangestrengter Aufmerksamkeit wie Pallan. Einfach noch 2 Minuten mit eurem Atem, dem Körper, wie er da atmet. Wieder zurück mit der Aufmerksamkeit zum Körper, wie er da atmet. Und dann noch 3 eurer eigenen Atemzüge. Und dann öffnet langsam wieder eure Augen. Also Zusammenfassung für heute. Diese Satipatthana Sutta umfasst das, was ich in Sengoku quasi unterbringe.
Die Satipatthana Sutta wird mit gutem Grund die Grundlage der Achtsamkeit genannt. Also egal, was für einer glaubens- oder atheistischen Richtung ihr angehört. Diese Satipatthana Sutta ist die Grundlage für alle religiösen Traditionen. Kann sie sein, es wird bestimmt Leute geben, die dann sagen, nein, um Gottes Willen und so weiter. Ich kann euch das nur empfehlen und in vielen Traditionen wird das, also wirklich in vielen verschiedenen religiösen Kontextgeschichten, wird das den Schülern beigebracht als Grundlage. Und nach meiner, ne, ich mache das dummerweise nicht so toll wie der Buddha mit seinem Marketing. Ich gehe davon aus, um da eben eine Grundlage zu haben, das dauert, gehen wir mal beim doch ein bisschen Buddha, also 7 Jahre. Ich gehe ja eher von 10 und ein bisschen mehr aus. Ja. Dass man sich damit beschäftigt, weil man, je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr kriegt man überhaupt mit, wie das gemeint ist. Erst dann fängt man an, das zu durchdringen. Wir machen das eine Zeit lang zusammen, so wie ich dazu Lust habe. Ja. Wir haben Körper, wir haben Gefühle, wir haben Geist und diese merkwürdigen Konzepte. Machen wir dann nach und nach.